Oh, lass es, Kevin, lass es. Der blaue Team, dein Lieblingspodcast. Hallo und herzlich willkommen zum 57. Profi-Nerd-Podcast. Ich bin der Profi-Nerd, der Kevin, hi, und bei mir ist der Ben, hi. Hi, ich bin taub, du hast mir gerade so ins Ohr geschrien, das ist ja der Wahnsinn. Hallo. Das war nur der Test, ob du wach bist. Schönen guten Abend, ich bin wach. Wo ist das Mikro? Ach da, okay. Ich bin wach. Wo ist das Mikro? Du klingst schon wie so ein Musik-Rockstar hier. Ey, ich bin Rockstar. Also, nee. Ja, okay. Na, besser das. Rockstar als Rickstar. Was? Ja, okay. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um nach langer, langer Zeit wieder einen Podcast aufzunehmen. Ich weiß, ich habe es schleifen lassen. Ich bin schuld, ich bin der Grund. Ich hatte einfach zu wenig Zeit für Podcasts. Und der Dustin hat sich wieder die Flosse gebrochen. Grüße gehen raus an Dustin, der heute leider beim Fußball sitzen muss. Das ist, ja, der Kerl, der sollte einfach mit Arbeiten aufhören, handwerklich. Ja, der sollte Lego bauen. Ja, selbst da könnte er sich noch verletzen. Duplo. Da auch. Grüße gehen raus an Dustin. Hallo Dustin. Hat sich wirklich verletzt, hat heute Abend keine Zeit. Sonst wäre er dabei gewesen, hat auch wieder mal Bock drauf. Und wir haben uns jetzt auch zusammengefunden, wir werden nicht die letzten 4-5 Wochen besprechen. Es ist auch so, dass ich nachgucken musste, wie viele Podcasts es jetzt ist, weil es schon länger nicht war. Das letzte Mal mit Tine war echt, ich sage jetzt nicht, dass es auslaugend war und dass es schwerfällig war, aber wie gesagt, privat war es bei mir einfach nicht möglich. Und wie war die letzten Wochen bei dir so? Ich hätte Zeit gehabt. Volle Kanne Breitseite reingefahren. An mir liegt es nicht. Ja. Ich hätte eindeutig Zeit gehabt. Also ich habe heute Mittag ein YouTube-Video geschaut von Turbo Zalo. Der macht coole Videos mit Autos. Und der hat einen BMW GLC 46 gekauft. Und das Ding ist echt cool. Das hat einen Unfallschaden gehabt. Und hat dann in seinem Video heute andere GLC gezeigt zum Preis, was es so gab mit Unfallschäden. Und er hat ein Auto gezeigt, das halt quasi vom Zug überrollt wurde. Genauso fühle ich mich gerade. Nee, also anstrengend ist momentan schon auch bei mir, aber trotzdem hätte ich halt die Zeit gehabt und du nicht. Also es lag eindeutig nur an dir, Kevin. Ja, aber der Grund ist ein ganz einfacher. Liegt daran, dass ich auch hinterher bin mit Videos machen. Die Videos sind eigentlich immer so vorproduziert, dass ich immer so 2-3 Wochen Ruhe habe, dass ich was schön baue und dann einen Tag lang aufnehme und so. Und es war die letzten Wochen einfach gar nicht so. Da habe ich jede Woche ein anderes Video gemacht und rausgeprügelt. Und jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit, was zu machen. Und es ist ja auch so, dass der Kanal 3 Jahre alt geworden ist. Und zum 3-jährigen Jubiläum habe ich jetzt auch ein Special-Video gemacht, das am Samstag kommt. Es kommt nämlich ein Gewinnspiel. Das heißt, Samstag einschalten, Gewinnspiel angucken und mitmachen lohnt sich. Gibt viel Lego zu gewinnen. Und ansonsten, ja. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Aber das mit den 3 Jahren, das Thema hat man schon mal, zumindest kurz mal angerissen. Genau, aber im September, wie gesagt, waren es ja 3 Jahre und das feiere ich jetzt einfach, indem ich Lego verschenke. Der YouTube-Kanal muss dazu irgendwas gut sein, von dem Geld konnte ich was kaufen und konnte was für euch bereitstellen dann. Mitmachen kann jeder und so. Ja, im Video kommt alles, mein Gott, ist das nicht so schlimm. Und das Zweitwichtige, was ich sagen wollte, ist, der Podcast, der wird jetzt heute am 27.10. Mittwoch aufgenommen und morgen am 28.10. bin ich ja im Stream bei den verrückten Österreichern. Aha! Okay, du weißt, wen ich meine, denke ich mal. Nein. Ich weiß, wen du meinst, ja. Genau. Ja. Es geht um die 2 Katzenliebhaber, um Team Pumba von Lego Masters, von Doris und Oliver. Da bin ich im Stream, es wird Halloween-mäßig und es wird gebaut werden. Ich freue mich tierisch, sind noch ein paar andere Leute mit bei. Also wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, könnt ihr das gerne angucken. Ansonsten könnt ihr es bestimmt auch auf YouTube nachgucken, da bin ich sehr sicher. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich wollte zwar noch irgendwas zum vorherigen Ding sagen, aber ich habe den Faden verloren. Ach, die 2 sind wirklich verrückt, ich mag die. Mit ihrer verrückten Art, das ist einfach was Erfrischendes. So ähnlich wie ich. Ja. Okay. Sehr gut. Und was machst du sonst so, außer Podcast aufnehmen können, wenn du Zeit hast? Ja, keinen Podcast aufnehmen, obwohl ich Zeit habe. Was hast du denn in letzter Zeit denn gebaut? Wenn du, ach so, ja, wenn du keinen Podcast gemacht hast. Ja, du, ich habe jetzt mal irgendwo endlich geschafft, ein bisschen an meiner Stadt, ich hätte es fast gesagt, weiterzubauen, aber eigentlich ist es ja anfangen. Habe ich endlich mal geschafft, ja. Ja, der Umzug hat viel durcheinander gebracht und jetzt bist du endlich mal wieder dabei, deine schönen Gebäude hinzustellen, wie sie gehören. Nö, so weit bin ich noch gar nicht. Ich habe Landschaft gebaut. Landschaft. Ja, der Landschaft. Feine Herr hat halt schöne Teile. Landschaft und Zugstrecke.
Gibt's auch Tunnel? Ja, sonst hätte ich nämlich keinen Platz für einen Zug ohne Tunnel. Boah, sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf. Apropos Tunnel, es war ja auch vor kurzem die Steinhanse gewesen, ne? Ja, Und die, richtig. oh, da waren, das muss ich ganz kurz ausscheren, die Steinhanse. Also ich war ja wieder als Host mit dabei. Ich habe mit dem Space Bricks, mit dem Marcel zusammen moderiert. Und wir haben allerlei schöne Sets gehabt. Warst du als Aussteller mit bei? Nein, war ich nicht. Dieses Nee. Mal nicht, ich war letztes Jahr dabei. Genau, weil der Henry war auch noch ein Host gewesen, zusammen mit dem Mr. Miro Mr. zusammen. Mero, Genau, ja. mit Mr. Mero. Miro zusammen aus Berlin. Und die haben, es hätte sein können, dass du bei denen im Stream warst, aber wir haben bei uns, also der Marcel und ich, wir hatten so coole Sets. Ihr könnt euch gern die Steinhanse Online 2021 angucken, aber natürlich den Stream von Space Bricks, da waren die echt coolen Modelle. Ich sag nur Star Wars, ich sag nur City und ich sag's wirklich nur einmal, Todesstern, ja. Also die Todessterne haben mich geflasht. Und vor allem das Also, letzte Modell, die Raketenabschussbasis, aber ich schweife ab. ja, nee, ich hätte echt gern mitgemacht, aber ich hatte halt für dieses Jahr kein Modell. Ja, Ich das habe ist. zwar, ja, ich, wie gesagt, die Stadt steht nicht. Mein asiatischer Tempelmarkt, der steht, aber den habe ich letztes Jahr schon bei zwei Online-Ausstellungen gezeigt und da dachte ich mir, ja, nee, irgendwie hast du nichts zum Herzeigen. Ja, das ist schade, echt schade. Ich muss aber Ja. zugeben, dass du die, also dieser asiatische Tempelberg, der war ja echt beeindruckend. Und du hast jetzt auch wieder Motivation, weil du jetzt eine neue Gleisanlage baust und die Stadt neu aufbaust, hast du jetzt auch Möglichkeiten, fürs nächste Mal was zu machen. Das, ich find's fantastisch, dass du mir sagst, dass ich Motivation habe. Ich weiß davon noch nichts, aber ich finde es fantastisch, dass du Das mir ist das so. sagst. Das ist so, wie wenn dein Chef sagt, möchtest du bitte die Aufgabe bis morgen erledigt haben? Ja? Es ist nicht so, als wenn mir mein Chef sagt, möchtest du bitte, sondern es ist so, als wenn mir mein Chef sagen würde, du möchtest die Aufgabe bis morgen erledigt haben. Ja, genau. Dann möchtest du das auch. Richtig, dann möchte ich das auch, obwohl ich davon nichts weiß, aber ich möchte es. Sehr, sehr gut. Aber ich freue mich drauf auf Bilder deiner Stadt. Ich freue mich da echt drauf. Hervorragend, ja. Ach ja, apropos hervorragend, was auch noch hervorragt, sind zwei andere Kleinigkeiten. Wir haben ja schon länger nicht mehr drüber gequasselt und ich habe mit dir kurz im nicht vorhandenen Vorgespräch so zwei, drei Eckpunkte abgeklappert, was wir als Themen machen werden. Und ein Thema hatte ich ganz auf den Augen gelassen und das waren die Lego Ideasets, die gewonnen haben in der letzten Runde. Die Auswertung ist jetzt durch und wir wissen, welche Sets produziert werden. Ja, Ja. Und ich würde sagen, wir fangen doch mit dem an, weil das ein richtiger Downer ist, der hervorsticht, weil der so keinen Bock macht irgendwie. Die anderen Themen sind alle viel cooler, finde ich. Findest du? Finde ich, ja. Du nicht? Ich weiß jetzt nicht, von was du sprichst. Ich finde eigentlich das einzig Interessante oder einigermaßen Interessante, das, was noch nicht sicher kommt. Okay, da gebe ich dir recht. Das, was nicht sicher kommt, ist das Interessanteste, aber die zwei Sets, die kommen, sind die uninteressantesten, also mit die uninteressantesten der Welle gewesen. Wir gehen das einmal ganz kurz durch. Wenn es interessiert, auf promobricks.de, stonewars.de, guckt nach Lego Ideas Ergebnisse 2021. Da waren 57 Entwürfe zur Abstimmung innerhalb von Lego. Ja. Ja. Ja, nee, das ist die dritte Auslosung 2021 gewesen. Oder die vierte? Dritte? Vierte? Aber aus der ersten Review-Phase Dritte. 2021 steht hier. Ja, okay. Ja, aus der erste Review-Phase, aber dritte Auslosung, glaube ich. Irgendwie Genau, sowas. genau. Aber wie gesagt, 57 Sets und drei davon, oder zwei haben das Rennen gemacht, und bei einem ist man sich nicht sicher. Die Review-Phase, da waren unter anderem Dinge enthalten, wie die Büsten von Asterix und Obelix oder die Büste von Tutanchamun oder zum Beispiel auch oh Gott, wie hieß der denn? Der Kicker war mit bei. Nee, Quatsch, nicht der Kicker. Ach Mann, die Buchstützen waren mit bei. Der Astronaut war mit bei. Die kleinen, was war das gewesen? Die Chitty Bang Bang, das Ding da. Ja, genau, richtig. Genau. Ich habe keine Ahnung, das waren einfach, wie gesagt, 57, das war einfach zu viel. Genau, dann noch ein, zwei Modular Buildings, dann hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Die komische Brücke war mit bei. Also da war echt eine Menge, Menge Zeug mit bei. Wir haben über einige Sets auch berichtet gehabt mal. Und zwei Sets wären es. Und ich weiß es nicht, ob
Also das eine ist dieses Jazzmodell, wo so eine kleine Bühne ist, wo vier Jazzmusiker sind. Einer mit Piano, einer mit Trompete, einer mit Schlagzeug und einer mit Cello. Alles Brickbill, schöne Teile. Macht was her, ist was zum Hinstellen ins Regal. Das ist mal eine nette Idee. Die schönsten Ideen haben nicht gewonnen, wie ich finde. Und das zweite Set, das kommt, ist ein Set zu der Fernsehserie The Office. Nachdem es das 100. Mal eingereicht wurde, wurde es endlich mal bewilligt und genehmigt, dass die Leute ruhig sind. Ja, dass die Leute durch sind, aber da frage ich mich halt einfach auch wirklich, ich meiner Meinung nach zu Recht, was machen sie mit denen, die die Idee schon vorher eingereicht haben? Ja, das Perfide ist ja, der hat es schon mehrmals eingereicht. Der war in einer anderen Review-Phase auch schon mal mit bei uns, wurde nicht gemacht. Und in dieser Review-Phase waren sogar zwei Sets aus The Office dabei. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass 100.000 Leute ein Set von The Office wollen. Das sind immer die 10.000 gleichen, die dieses Set in die Höhe loben. Ja, richtig, aber wie gesagt, bei Ideas geht es ja um die Idee und es haben ja die Idee schon mehrere unterschiedliche Leute auch eingereicht Jo. und einer wird jetzt genommen, weil die anderen wurden alle abgelehnt, obwohl es dieselbe Idee ist. Irgendwo, ich würde da als Designer mich irgendwo beschweren. Ich würde mich auch verarscht vorkommen, ganz ehrlich. Da finde Ja. ich die Idee mit den Buchstützen viel cooler. Aus Lego eine Buchstütze ist saugut. Das ist eine Die Idee. Idee ist cool, ja, aber du müsstest irgendwo Gewichte einbauen, weil die sind ja doch recht leicht. Ja, okay, früher gab es von Lego Technica Gewichtsteine. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, wie gesagt, wie du hast gerade gesagt, früher. Ja, früher TM. Ja. Ja. Ist Ja. okay. Ja, da. Es wäre möglich, da gibt es bestimmt Sachen, das ist kein Ding, aber die Ideen sind einfach nicht die, die ich verfolgt hätte. Ich finde The Office Ja. langweilig, brauche ich nicht, aber Ja. andererseits, Lego ist in diesem Apartment-Trip. Wir haben Friends, wir haben der Big Bang Theory, wir haben sogar zwei Friends-Sets, wir haben Seinfeld, wir haben Queer Eye und jetzt kommt halt noch The Office. Ja. Ja, richtig. Ist, ja, Apartment Trip, klar. Ich habe mich zu dem Thema habe ich mich auch letztens mit einem Mitarbeiter unterhalten. Und der hat halt auch mal das erste Friends-Set, was da rauskam, hat er gemeint, das liegt wie Blei. Er versteht nicht, wieso da so viele Apartment-Sets jetzt rauskommen. Da habe ich gemeint, du, ganz ehrlich, das Friends-Set, das liegt nicht wie Blei, das liegt nur bei euch wie Blei. Da wo es dementsprechend reduziert wurde, da lief das wie Sau. Ja, ich habe ja auch drei Stück davon gekauft von dem Set. Da sind auch Ja, eben. brauchbare Teile drin. Das ist ein Ja, schönes Set. Und ich glaube, ich kann es jetzt mal spoilern. Die Leute, die es am Anfang gehört haben, ist das Gewinnspiel. In dem Gewinnspiel wird unter anderem ein Central Perk verlost. Dümm. Das ist einfach ein ja. geiles Set. Schluss aus Ende. Ja, ist es. Ja, und es macht Spaß. Es steht bei mir immer noch in der Vitrine hinter Glas. Das ist ein schönes Set. Und davor steht Brotos Höhle. Also. Bei mir steht es auch in der Vitrine hinter Glas. Ich bin sehr zufrieden mit dem Set. Obwohl ich es schon lange in Modular einbauen wollte. Ja, man kann drei Stück dazu kaufen oder davon kaufen, um sich einen Modular zu bauen. Na gut. Aber ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Ideaset, das noch nicht ganz hundertprozentig feststeht. Und das ist Schneewittchen und die sieben Zwerge. Eine schöne verfallene Hütte im Sinne von der Schmiede, die rausgekommen ist, mit einem schönen gelben Dach, das Stroh assoziieren soll. Und sieben kleinen Minifiguren mit Zipfelmütze. Ein sehr schönes Set, wie ich finde. Würde in diese Winnie-Pooh-Sesamstraße-Ecke passen. Finde ich nett. Ich finde das eben auch das, ja, von den dreien jetzt das Interessanteste. Oh ja. Ist eben ein schönes Haus im Fachwerkstil. Mein Gott, das rockt einfach. Ja, Und sein Fenster richtig. lädt mit Herzchen drauf. Ja, das ist absolut richtig. Aber können wir vielleicht noch kurz bei Ideas bleiben, bevor du jetzt abhauen willst? Nee, ich wollte nur noch sagen, auf welche Ideasets wir warten. Hat es damit zu tun? Nö. Okay. Wir warten aktuell noch auf das Home Alone Set, also Kevin allein zu Hause. Wir warten aktuell noch auf das Sonic the Hedgehog Set. Wir warten aktuell noch auf den Earth Globe. Ebenso warten wir immer noch auf das Gemälde der Schrei. Nee, was war's? Doch, nee, die Sternnacht war es gewesen. Nee, das war Sternnacht, irgendwie sowas, ja. Genau, das ist Sternnacht. Dann warten wir weiterhin auf den Leuchtturm mit dem Motor, der sich dreht. Der Tischkicker steht ebenso aus wie die zwei genannten Modelle soeben, die Jazzhöhle oder nee, das Jazzmodell und The Office. Acht Modelle noch ausstehend. Und eins kommt ja bald, reden wir aber gleich noch drüber. Und Ja, jetzt. wobei der Tischkicker ja von einem Wettbewerb war. Stimmt, ja.
Ja. Aber jetzt bleiben wir mal ganz kurz noch bei entfernter bei Ideas. Und zwar am 9. November startet der Verkauf der zweiten Welle beim Verkauf nicht das Crowdfunding der zweiten Welle beim Bricklink Designer Programm. Stimmt. Du hast gerade extreme Nebengeräusche gehabt. Oh, tut mir leid. Ja. Genau, wollte ich nur sagen, vielleicht wollen wir die Sets noch kurz durchgehen. Können wir gerne. Das Bricklink Designer Programm, die erste Welle war ja, wie soll ich sagen, von Problemen geplagt, die mit 5.000 und 10.000 zu tun hatten. Haben wir ja Ja. besprochen im Podcast, das haben wir durchgegangen. 5.000 hätte man bestellen können, sollen, dürfen. Und am Ende war es dann so, dass man von dem Castle in the Forest 10.000 bestellen konnte, dann wurde die Bestellmenge generell auf 10.000 angehoben. Ja, da, ja, da, ja, da. Haben wir durchgekaut. Und die zweite Welle wird gleich so starten, dass jedes Set mit 10.000 Stück bestellbar ist. Und es stehen aber auch mehr Sets zur Auswahl. 9 Stück an der Zahl. Richtig, aber es werden trotzdem nur die ersten 5 produziert. Richtig. Dann klär uns mal auf, was alles Richtig. kommt. Wir haben die Mountain Windmill, also eine Windmühle auf einem Berg. Als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, geil. Inzwischen finde ich die gar nicht mehr so toll, weil mir irgendwie das Dach vom Turm nicht so gefällt. Es ist mir zu offen. Außerdem schaut es mir auf den Bildern auch wieder wie eine Kulisse aus. Soll stolze 180 Dollar kosten. Ja. Dann haben wir den Modular Lego Store. Genauso 180 Dollar. Aber mehr Seasons. Teile, hunderten Teile mehr. Ja. Seasons in Time Calendar 250 Dollar. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer für 3000 Das Teile. ist eine Hausnummer, ja. Die Retro Bowling Alley für 230 Dollar. Ah, oh, Schnäppchen. Die Brick West Studios für 280 Dollar. Das Ruined House für 300 Dollar. Jetzt kommt dann noch das Clockwork Aquarium für 65 Dollar. Questbilder für 260 Dollar Grüße gehen raus und an Timo. ja, und Science Adventures für Schnäppchen 36 Dollar. Es wurden Rufe laut, die Welle wird so viel teurer als die vorherige. Ja, ist sie definitiv, aber wenn man das jetzt mal mit den Teilezahlen und Steinezahlen vergleicht, wiederum nicht. Es sind halt deutlich mehr große Sets als bei der ersten Welle dabei. Und das macht halt den Anschein, dass die so viel teurer ist. Richtig, die Dinger sind riesig geworden. Da sind ja über Die, 2000 Teile fast pro Set mit drin. Ganz ehrlich, das ja. Ruined House hat 4000 und zwei Teile für 300 Dollar, macht einen Steinepreis von 7,5 Cent. Das Ding ist Ja. auch groß, ja, also richtig groß. Das Dach ist filigran gebaut, die Wände sind sehr filigran gebaut, der Baum hinten verschlingt viele Teile. Ich weiß aber nicht, ob ich mir das hinstellen würde. Nein, nein. Die Brick Es sind West, halt, ja? also sagen wir es mal so. Die Welle an sich, wenn man die komplette Welle betrachtet, klar teurer, aber wenn man die Sets einzeln betrachtet, vom Steinewert her, ist die gar nicht so teuer. Nee, Also nee. im Gegensatz zur ersten Welle ist die auch nicht teurer. Nee, aber die Preise schlagen dir halt schon ins Gesicht. Dann siehst du die Retro Die Bowley Preise, Alley, die halt von außen ja. ein tristes Gebäude ist, aber innen drin geht halt der Punk ab. Der Ja, Seasons in richtig. Time-Kalender, das sieht auch so ein kleines Ding aus, ja. Du kannst du die quasi abzählen, die Dachsteine, die da verbaut sind im Sockel, dass du guckst, wie das Ding ausschaut. Und es kostet mehr als ein Ja. Super Nintendo und ist wirklich genauso groß wie Super Nintendo und Fernseher, plus minus von den Teilen. Ja. Und es gibt halt auch nur ein Set, das mich halt wirklich reizt. Die Windmühle ist nicht so der Bringer, wie ich finde. Das Seasons in Time-Kalender ist cool, aber 250 Dollar ist einfach zu viel. Für mich persönlich finde ich jetzt als Gag die Brick West Studios genauso, das Ruined House ebenso. Mit dem Clockwork Aquarium hatte ich ja ganz schwer gehofft, dass es mit Ideas veröffentlicht wird. Finde aber auch 70 oder 65 Dollar für das Ding ein bisschen teuer, aber mein Gott.
Der Questbilder kostet 260 Öcken. Das ist halt ein Brettspiel quasi aus Legostein. Ja, aber es ist halt auch eine Teileschlacht. Also es ist, genau. Was da an Steinen verbaut ist, das ist abartig. Das ist kein Modular Building, das man sich so hinstellt. Und das Einzige, wo ich sagen würde, das ist was ich kaufen werde. Und das ist auch was, wo ich meine 180 Euro in den Ring werfe. Das ist der modulare Lego-Shop. Nee. 2100 Teile, 180 Euro, Dollar plus minus. Also wenn das ungefähr so aussieht wie auf den Bildern, würde ich sagen, da bin ich bereit dazu, das Geld in den Ring zu werfen. Passt in meine Modularhausecke. Ja, es wird nicht nur ungefähr genauso aussehen, es wird definitiv so aussehen, weil das ja das Finished Design ist. Ja, okay, du siehst ja aber nicht, wie es hinten aussieht. Du siehst überhaupt gerade nur ein Bild. Ja gut, das ist richtig, ja. Nee, aber ich habe mein Leicester Square als Lego Store und ich brauche keinen zweiten Lego Store. Nee, brauche ich Verständlich. Nicht. Habe ich nicht, würde ich mich freuen. Je nachdem, wie gesagt, ich beobachte das. Ich würde die 180 Euro dafür in den Ring werfen. Wenn die Bilder von dem Ding gut aussehen, also von vorne sieht schon gut aus, sieht ein bisschen trist aus. Innen drin, deswegen warte ich noch auf die Rückansicht und so. Aber das 180 Euro, 2100 Teile, das hat so ein bisschen Vibes vom Bookshop oder so. Aber man sieht nicht, wo die Teile hinfließen. Ja, nee, sieht genau, das ist nicht so. Halt. Ja, mal gucken. Aber Kevin, mal davon abgesehen, es gibt definitiv Bilder von der Rückseite. Von der fertigen Version. Das muss ich mal scrollen. Vom Entwurf, ja. Vom Entwurf gibt es schöne Bilder. Ja, das ist richtig. Das sollte doch dann eigentlich auch schon die Free Shipping. Das sollte schon die fertige Version sein. Also ich bin auch gerade auf das... Current Status Production Ready. Also es ist fertig für die Produktion. Das heißt, es sind die fertigen Bilder. Na gut, wie gesagt, ich überlege es mir, wie gesagt, aber das wäre das Einzige, wo ich bereit wäre, 180 Euro in den Ring zu werfen, wie gesagt. Ja, aber es ist schon, wie du gesagt hast, es fühlt sich teuer an, aber es sind halt auch viele Teile, aber so ein Seasons in Time Kalender, wenn der halt 3000 Teile hat, dann will Lego halt auch das Geld dafür haben, verstehe ich ja. Ist halt einfach so. Ja, klar. Und ich bin mal gespannt, wann die ersten Modular Kalender von anderen Herstellern kommen für auch 3500 Teile zu 150 Euro. Bin ich mal gespannt, wann die kommen. Na gut. Ja, es wird wahrscheinlich recht schnell gehen. Jetzt haben wir doch ein bisschen Zeit in Bricklink rein, Bricklink und Lego Ideas rein versenkt. Das würde ich sagen, jetzt wird es mal Zeit, weil du schon gesagt hast, 9. November. Vor diesem Event, vom 5. bis 7. November ist noch irgendwas, das dich auch tangiert, oder? Jetzt rattert es im Kopf. Ja. Nö, ich weiß nicht. Ja. Doch, da ist in Friedrichshafen die Bricking Bavaria. Halt, stopp. Friedrichshafen, Bodensee, Baden-Württemberg, ja. Süddeutschland, Bodensee, ja. Baden-Württemberg, Friedrichshafen. Bricking Bavaria. Ja. Und ganz kurz Reisetipp, wer dorthin geht nach Friedrichshafen zu Bricking Bavaria, warum das da ist, erklärst du gleich, das weiß ich. In Friedrichshafen gibt es nicht nur eine wunderschöne Möglichkeit, zur Insel Mainau zu fahren mit dem Boot. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, die schöne Stadt zu besichtigen. Die haben unter anderem auch das Deutsche Luftfahrtmuseum, wo sie einen schönen Zeppelin drin haben. Ganz viele andere tolle Dinge. Lohnt sich auf jeden Fall, da hinzugehen. Und jetzt bitte Film ab, Ben. Was? Ich? Warum heißt die Bricking Bavaria Bricking Bavaria, obwohl es in Friedrichshafen ist? Naja, gut, die Bricking Bavaria heißt Bricking Bavaria, weil sie eben von der bayerischen Lego-Community Bricking Bavaria von dem Verein organisiert wird. Deswegen heißt die Messe Bricking Bavaria. Die Messe ist ja oder war ja auch immer ein im Wechsel alle zwei Jahre in München und in Fürth, glaube ich. Also das ist ein kriegerischer Akt von den Bayern, dass sie versuchen, Baden-Württemberg einzunehmen. Wir wollen Baden-Württemberg annektieren, aber auch nur das Allgäu und so, weil das halt einfach das Schönste an Baden-Württemberg... Nein, ich mache mir jetzt Feinde, ich sag lieber nichts mehr. nein, und wieso, weshalb, warum genau die jetzt in Friedrichshafen sind, wurde mir erzählt, weiß ich nicht mehr hundertprozentig, weiß ich auch nicht, was ich dazu... von dem, was ich weiß, sagen darf. Auf jeden Fall haben die halt irgendwo
einen Vertrag mit der Messe Friedrichshafen geschlossen, dass sie halt jetzt bei denen sind. Und dieses Jahr ist auch das erste Mal Breaking Bavaria in Friedrichshafen, wo Lego offiziell dabei ist. Eben. Also es wird auch ganz einfache Gründe haben, dass es in Friedrichshafen ist. Zum einen ist natürlich Corona mit Schuld, denke ich mal. Zum anderen die Größe Nee, der nee, nee, Ausstellungshalle. Corona ist ja nicht schuld. Okay, das sind halt meine Vermutungen oder halt die Größe der Ja, Halle. Das spielt nee, auch noch eine Rolle. Und es ist ja auch so, dass ihr erfolgreich Fürth, was zu Franken gehört, annektiert habt, zu Bayern. Habt erfolgreich jetzt geschafft. Die Breaking Bavaria ist einfach eine Präsenzmesse, eine Ausstellung. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Steinhanse fand wieder online statt. Es wurde sich am Anfang des Jahres dagegen entschieden, eine Präsenzmesse zu machen, wegen Unsicherheiten und so weiter. Die Breaking Bavaria hat es durchgezogen, die findet statt und die wird auch dann in Friedrichshafen stattfinden. Da kommen sehr viele Leute. Du kannst gleich vielleicht schon mal teasern, wer alles kommt. Ich glaube, es kommt ein gewisser Bricks-Monkey, habe ich gehört. Es werden Mocs. Red weiter, red Ja, weiter. es werden Mocs von über 200 Ausstellern kommen. Eine große Lego-Technik-Modellanlage, eine Eisenbahn-Stadtlandschaft wird kommen und Diverses aus Star Wars, Lego City oder Hard Lake City, Ritter, Harry Potter und so weiter und so fort. Händlerbereiche wird es geben und so weiter und so fort. Auch Ja. Stone Wars wird zum Beispiel da sein mit, ich glaube, Jonas Krams Bauinspiration mit den kleinen Räumchen, die er mal gemacht hat. Und die Messe ist Also, nicht klein, ne? ja, die Messe ist nicht klein. Das ist ja auch wieder irgendwo in Verbindung mit einer Spielzeug-Spielwarenmesse. In München war es immer in Verbindung mit der Spielwiesen, also so eine auch eine Spielemesse, eher auf Brettspiele und so gemünzt. Was das jetzt ist, nee, Faszination Modellbau ist es jetzt, glaube ich. Okay. Genau, Ja, Faszination Modellbau, genau. in Verbindung mit der Faszination Modellbau ist es jetzt. Genau. Ja gut, wer alles kommt, den komischen Bricks Monkey da, den du angesprochen hast, kenne ich nicht, weiß ich nicht, wer das ist. Muss irgend so ein komischer Affe sein. Dann weiß ich aber nicht, was ich sagen, auch nicht, was ich sagen darf, wer alles kommt. Wobei ich glaube, die haben das selber schon geteasert, ziemlich. Also, was auf jeden Fall auch aus. Ja, ich habe mich jetzt verhaspelt. Also, Bricks Monkey natürlich, ich, ja klar. Ich werde aber definitiv nicht ausstellen. Ich komme nur einen Tag mal als Besucher. Jonas, was du gesagt hast, weiß ich, dass er da ist, unter anderem mit einem Gemeinschaftsprojekt von Rogue Bricks. Okay. Habe ich zumindest so die Information bekommen. Dann wird auf jeden Fall der Adrian da sein mit seinem großen Star Wars Hangar, den Weltrekord-Hangar. Ja, der Adrian ist der, den man von Lego Masters kennt, natürlich. Ja, richtig, genau. Und er hat ja einen riesengroßen Lego Star Wars Hangar gebaut, mit dem er auch einen Weltrekord aufgestellt hat. Und so noch ein paar andere von Lego Masters, unter anderem die Tine und der Bricks Berlin, also der Gary, werden da sein. Ja, genau. Das weiß ich, dass die auch ausstellen werden. Haben sie ja selber auch geteasert schon bei Instagram. Und genau. Ist einiges los auf jeden Fall auf der Messe. Ist einiges los. Es werden nicht nur diese besagten vier, fünf Personen da sein, sondern noch zwei mehr. Die zwei von Aber Blue Bricks, ne? Was sind das für Modellbau? ja, ich hoffe doch nicht. Ja, Genau. genau. Organisatorisch möchte ich noch sagen, ich selbst werde nicht dort sein. Es passt mir zeitlich nicht in den Kram rein. Es ist so, dass ihr Tickets nur online kaufen könnt. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 16 €, Ermäßigte 13 €, Familienkarte 40 €, Kinder bis 8 Jahren haben freien Eintritt. Verdammt, mein Sohn hätte einen. Egal. Die aktuellen Hygienekonzepte oder Regeln für die Messe findet ihr online auf der Webseite von der Messe Friedrichshafen. Und wie gesagt, an dem Wochenende kann man da mal hingehen. Das ist echt schön da. Und das ist, glaube ich, sogar auf dem Gelände von dem Luftraumfahrtsmuseum. Und das ist gar nicht so schlecht. Eine Halle ist tatsächlich für das Lego-Zeug belegt und 2, 4, 6 Hallen für die Faszination Modellbau, 7 Hallen, 8 Hallen sogar. Also ist schon nicht klein das Ding. Das ist
Also da kriegt man schon einiges unter. Und ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Spaß und auf jeden Fall will ich viel Bilder auf Instagram sehen. Okay. Wird es nicht geben. Ah doch, wird es bestimmt geben. Bestimmt, ja. Und nimm Sekundenkleber mit. Was? Egal. Sekundenkleber. Ich denke mal, wir reden jetzt mal ganz kurz über eine Store-Eröffnung, oder? Was hat die Store-Eröffnung mit Sekundenkleber zu tun? Egal, ja, red einfach. Ja, Lego hat es manchmal nicht drauf, alles so zusammenzuhalten, wie es gehört. Stuttgart hat ja einen Lego-Store bekommen. In Stuttgart war es ja so, dass die Eröffnung monatelang rausgezogen wurde. Es war halt eine Baustelle zu sehen. Man fragte sich, wann macht der auf? Ewig lang, passierte nicht viel. Dann war der Store auf einmal offen, aber es gab noch keine offizielle Eröffnung. Und es war einfach dann Monate später die offizielle Eröffnung. Da gab es keine Fliese, gab es so ein kleines baubares Männchen mit Stuttgart-Köfferchen oder bedruckten Panel dran. Und das war es quasi. Und Lego hat ja jetzt neulich angekündigt, dass sie 4 neue Stores aufmachen werden. Einer in Berlin, einer in Dresden, einer in Oberhausen, einer in Bonn. Nicht, dass das Ruhrgebiet nicht, also Oberhausen zieht um natürlich. Nicht, dass das Ruhrgebiet noch weniger Lego-Stores hat. Aber Dresden hat eröffnet und das war eine ziemliche Vollpleite. Wir haben in der Community mitgekriegt, dass einige da waren Schlangen, ja. Die waren so lang, als ob du dich für Brot angestellt hättest, wenn es kein Weizen mehr gibt auf der Welt. Das war echt abartig, wie lange die Leute gestanden sind. Und dann gab es im Shop nicht mal gute Sachen. Da gab es vielleicht 1, 2 Lebkuchenhäuser, aber es gab keine Pirate Bay, keine TIE Fighter Helme, keine guten Modulars. Das war alles entweder sehr schnell aus oder es war gar nicht da. Des Weiteren kam dazu, dass die Peek-a-Brick-Wand an sich relativ schlecht nicht, aber die Teile sind relativ uninteressant. Die haben nicht mal Mauersteine im Osten. Verstehst du, Mauersteine? Da habe ich lange drauf hingearbeitet. Und dann kam noch dazu, dass es keine Begrüßungsgeschenke gab. Es gab keine Bilderbildficker wie in Stuttgart oder in Warschau oder in New York oder so. Keine Bilderbildficker. Es gab auch keine Fliese mit I Love Dresden oder so, wie es bei den anderen Stores gab. Nichts. Es gab nichts zur Eröffnung des Stores. Das Einzige, das es gab, war, es gab ja vor längerer Zeit so ein kleines Polybag von ich glaube, Friends war es, wo so eine kleine baubare Pralinschachtel ist mit so 2 kleinen Blümchen dran. Das ist so ein 4-Euro-Polybag gewesen. Und da ist so eine kleine Herzfliese in Magenta drin oder in Dark Pink. Und diese Fliese hat jeder wartende Besucher in der Warteschlange gekriegt. Und das ist auch das gleiche Teil, das auch in der Pick-a-Brick-Wand drin ist. Warte mal. Ja, so. Absolut Applaus, aber es ist keine Fliese, sondern eine Platte. Genau, es war eine Plate. Genau, es gab keine Fliese. Und es gibt ja 2 verschiedene von den Herzformfliesen. In der Pick-a-Brick-Wand ist meistens nur die kleine drin, aber ab und zu auch die große. Und die große gab es halt da geschenkt. Ja, mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ganz ehrlich. Ja, richtig. Da waren Leute in der Community, die sind da vor dem Store gestanden und die sind relativ früh schon da, waren aber da erst gegen 11 Uhr drin, mussten 1, 2, 3 Stunden warten, bis sie drin waren und drin war halt auch nicht wirklich gute Sachen da. Es gab keinen Special GWP, es gab nicht mal, glaube ich, das Store-Eröffnungs-Set dazu ab 120 Euro Einkaufswert, habe ich nichts davon gelesen und es war schon ziemlich ernüchternd. Und warum erzähle ich jetzt diese Geschichte? Warum erzähle ich euch, dass der Store-Start in Dresden so schlecht war? Liebe ostdeutsche Leute, die ihr nur in Berlin im Discovery Center und in Leipzig einen Lego-Store habt und ansonsten Richtung Köln oder Richtung Bayern oder Richtung Hamburg fahren müsst zum Store. Es tut mir leid, wie eure Eröffnung gelaufen ist. Und ich glaube, Lego tut es auch leid. Und sie haben jetzt Konsequenzen daraus gezogen. Ich denke mal, dass sie daraus Konsequenzen gezogen haben, denn die Eröffnung des Lego-Stores in Bonn verzögert sich. Die ursprüngliche Eröffnung, die eigentlich zum 4. November geplant war, wurde um 2 Wochen nach hinten geschoben. Ob die da vielleicht noch was machen, dass es nicht so katastrophal wird? Schauen wir mal. Ja. Aber wie gesagt, ehrlich gesagt, ja gut, müssen wir, sag mal halt jetzt, weil wir ja bundesweit Hörer haben. Mich persönlich tangiert das gar nicht. Mich auch nicht. Also, dass Bonn NRW noch einen Store kriegt, ja, das könnte mir nicht egaler sein, ganz ehrlich. Die haben Oberhausen, die haben Köln, die haben Dortmund hat ja zum Glück noch keinen. Dann haben sie da ihren Essener Store und Gott, oh Gott. Einen habe ich jetzt noch vergessen. Egal. Die haben so viele Stores, aber na gut. Verzögert sich um 2 Wochen. Ich hoffe, dass die Store-Eröffnung wesentlich besser läuft als die in Dresden. Ich hoffe, es gibt wenigstens Goodies und ich hoffe, der Andrang ist riesig und nicht so und der Laden ist nicht so leer gefegt mit guten Sets. Wirklich. Ja.
Und hey, falls es doch so ist, dann fahrt ihr einfach nach Essen rüber und nach Oberhausen. Die haben auch noch tolle Sachen in Regalen. Ist ja nicht weit. Aber für Dresden tut mir das wirklich leid. Das fand ich echt schon krass. Ja, das ist richtig. Ja. So, und jetzt, jetzt gehen wir noch zu einer Sache. Ja, doch, machen wir noch die 40488, oder? Ja. Es tauchten Gerüchte auf von so einem Bild von so einem kleinen Wägelchen mit so einer riesen Kaffeetasse oben drauf und einer Frau mit Fahrrad, mit pinken Haaren und so einem netten Menschen, der so in diesem kleinen Gebilde mit der Kaffeetasse ist. So ein kleiner mobiler Verkaufsstand von Kaffee, so eine kleine mobile Coffee-Bar, ein Coffee-Card. Set Nummer 40488 tauchten so gerüchteweise Bilder auf. Dann dachte man sich, ja, wird das GWP zum neuen Modular-Building im Januar? Ja, nein, wird's nicht. Oh, wird das GWP zum neuen Home Alone City? Nee, wird's nicht. Jetzt wissen wir, was es wird. Es wird eine Gratis-Beigabe werden. Und zwar ab 65 Euro Einkaufswert im Lego-Store oder auf lego.com. Vom 8. bis 14. November. Tadam. Tadam. Ist es dir wert, 65 Euro für dieses Ding auszugeben? Irgendwie... Sorry, ich war gerade abgelenkt. Von welchem Ding redest du? Ja, was redest du? Sehr, sehr professionell, von was redest du? Willkommen im Hörakustik-Podcast. Grüße vom Aufmerksamkeitsdefizit-Podcast. Nee, ich war gerade echt abgelenkt. Alles gut. Die 40488, das kleine GWP für 65 Euro, das kleine Coffee Card, das azurblaue. Ach, das kleine Coffee Card. Eventuell. Ich find's irgendwie nett, ja, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, ob ich mir, ja, wenn ich mir sowieso was kaufen würde, klar, sowieso, aber ich wüsste gerade nicht was. Genau, das ist der springende Punkt. Ich wüsste nicht, was ich mir kaufen sollte um 65 Euro, dass ich das dazu bekomme. Ich warte lieber 2 Wochen, um erstens das VIP-Wochenende mitzumachen und zweitens die Black Friday-Angebote. Da geht mir dieses GWP sonst wo vorbei, ganz ehrlich. Ja, eben. Ganz genau. Ich brauche diese 2 Minifiguren nicht, die da dabei sind. Diese nette kleine Dame mit dem rosa Haar und dem Verkäufer, die brauche ich nicht, ganz ehrlich. Und, ja, ich finde ganz ehrlich, ich finde das Coffee Card, ich finde es ganz nett, aber also normaler, ich weiß aber auch nicht, was momentan mit mir los ist. Irgendwie gehen das weiß keiner. Ja, nee, irgendwie nicht, weil irgendwie gehen mir die GWPs momentan ziemlich sonst wo vorbei, obwohl ich ja früher, oh, GWP, her damit. Aber momentan irgendwie, keine Ahnung, was da los ist bei mir. Ja. Genau, liegt an mir. 2 Wochen später oder 3 Wochen später, von 26.11. bis 29.11. sind die Black Friday Weeks an sich. Und da gibt es ja dann auch immer schöne kleine Angebote. Und da wird es dann eher sich lohnen, reinzugucken. Und das VIP-Wochenende, das da natürlich ist. Wann soll das VIP-Wochenende sein? Irgendwo... Was? Ist das das gleiche Wochenende? Nee, es ist ein Wochenende vor dem Black Friday. Okay, im Lego Store Flyer steht es nämlich nicht drin. Und da vermutet man, dass es dazu dann eben noch andere kleine Lego-Sets gibt, wenn man da ordentlich einkauft. Und das wird dann für mich durchaus interessanter sein, die anderen Dinger da mit reinzunehmen. Aber das Coffee Card interessiert mich jetzt nicht sonderlich doll. Ja, ich finde es ganz nett, aber wie gesagt, es ist, boah, es ist halt... Ist es, halt. Es ist halt, ja. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Aber was ich mir für 250 Euro kaufen werde, ist ein ganz anderes Set. Da, wo ich dann die GWPs mit abstauben werde, sofern das Set bestellbar ist, weil es könnte sein, dass es dann nicht bestellbar ist. Ja, aber warte mal ganz kurz. Voll der Vom 20. bis 21. November ist VIP-Wochenende. Also, dann wird da eingekauft. Also definitiv, da gibt es dann gar keinen Drumrum. Ole, ole. Da werde ich mir dann was anderes holen, sofern es bestellbar ist, wie gesagt. Und am Montag, dem 15., soll es anscheinend schon Infos zu Angeboten und Aktionen am VIP-Wochenende geben. Das sehen wir dann mal. Also ich werde da definitiv zuschlagen, denn ich möchte das Home Alone-Set haben. Aber das machen wir zum Schluss. Wir machen vorher noch ein kleines Thema dazwischen. Nutzen den kleinen Cliffhanger und
wir haben ja schon mal darüber berichtet, Lego testet ja schon diese neuen Verpackungsmöglichkeiten für Baseplates, oder was heißt testet, es waren so die ersten Prototypen schon raus und wir haben jetzt erfahren, dass die Baseplates in Papierverpackung oder Kartonverpackung kommen werden. Und Lego experimentiert auch damit, dass es neue Verpackungsmöglichkeiten geben wird für die Pick-a-Brick-Becher. Ja, Pick-a-Brick-Becher und BAM-Minifiguren. Genau, die BAM-Minifiguren, genau. Und da soll es wohl zwei Größen geben für die Pick-a-Brick-Becher, die natürlich quadratisch sein werden, weil sie aus Karton gefaltet sind. Da wird wohl ähnlich viel reinpassen, plus minus. Aber ob der Preis dann gleich bleibt, ist dann die andere Sache. Ja, ich hoffe doch. Aber ich, ganz ehrlich, ich freue mich auf die Kartons. Nicht, weil es keine Becher gibt oder so. Momentan ist es ja sowieso irrelevant, weil ich kriege sowieso alles in Tüten. und du kannst eh nicht selber füllen. Aber wenn man wieder selber füllen darf, ist ein quadratischer Karton doch besser als ein runder Becher. Ja, da kannst du die Mauersteine gescheit reinmachen, kriegst du ordentlich viel rein, hast du nicht so blöd Luft drin. Oder Platten kriegst du viel besser rein. Ja, eben. Also ich finde auch die quadratischen Kartons viel besser von der Größe, wie gesagt. Also man sieht so kleine Kartons für BAM-Figuren, wo zwei reingehen, drei reingehen oder vier reingehen, die sind interessant. Ja, einer oder drei. Entschuldigung, einer oder drei, Entschuldigung, ja, das ist gefaltet. Und das ist ganz okay, es ist ganz nett, das sind so die ersten Prototypen, die experimentieren damit. Ich denke mal, dass es relativ zügig auch kommen wird. Mhm. Von der Größe her muss man gucken, wie die so sind. Aber die Pick-a-Brick-Minifiguren-Dinger sehen auch schön aus, sind halt grau, aus Recyclingmaterial, bedruckt mit Lego-Farben in grün, rot, blau so ungefähr. Aber der Pappbecher, dass der einfach ersetzt wird, was auch dann natürlich dass das Pfand wegfallen könnte, weil es ja Karton ist. Denke ich mir, könnte dann auch das Pfand wegfallen von einem Kunststoffbecher. Kunststoffbecher, nicht Pappbecher. Aber das habe ich mir auch überlegt. Ich denke, der wird eventuell wegfallen, ja. Wobei das Pfand war, ja, keine Ahnung. Ich habe da auch schon ewig kein Pfand mehr gezahlt, weil die ja wissen, dass ich zigtausend Becher schon zu Hause habe. Deswegen ist es mir, ich habe immer nur Refill. Ja, ich habe auch immer nur Refill, mein Gott. Ja, aber ja. Ich habe jetzt, früher habe ich immer die Becher mitgenommen, inzwischen kriege ich alles in Tüten. Und weil sie irgendwie, keine Ahnung, fragen mich zwar immer Tüte oder Becher, sage ich Tüte, weil Becher habe ich haufenweise und dann wird halt die Tüte gleich als Refill abgerechnet. Aber, ja. Aber seit Corona ist es so, dass man eh alles in der Tüte kriegt, aus hygienischen Gründen, weil man den eigenen Refill-Becher eh nicht mitnehmen darf anscheinend. Deswegen. Aber in der Tüte fand ich es immer toll. Die extra Schippe wird mir fehlen. Aber dann kann man den Karton besser organisieren. Da freue ich mich drauf, die Mauersteine einzeln reinzusetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, erstmal zusammenstecken und dann reinsetzen. 624, 625. Nein! Im Karton gebaut. Wie nein? Hast du dich verzählt oder was? Im Karton wird gebaut. Hallo? Achso, ich dachte schon, du hättest dich verzählt. Nein. Aber ja, das sind so die guten Nachrichten dafür. Ja, also ich finde es. Ja, lass uns überraschen. Ich finde es jetzt erstmal, was man so hört, positiv. Ich auch. Also zumal die quadratische Form, die ist um Welten besser als diese runde Form. Das ist das eine. Richtig. Zum anderen Nachhaltigkeit, Recyclingmaterial, ole ole, auch gut. Und das dritte Argument, wo ich einfach sagen muss, ist, ich als gieriger Schwabe sage, Koi, Pfand, Geld, das ist halt auch voll gut, wenn das so kommen wird. Nein, im Ernst. Nochmal, bitte. Auf Deutsch, kein Pfand. Nein, ich hab dich schon verstanden, ich will es nur noch mal hören. Hanoi, ihr als gieriger Schwab, gell, Koi, Pfand ist halt super. Ja, schon. Ja. Ja, aber die eckige Form ist halt für mich definitiv ein ausschlaggebendes Kriterium, wo ich sage, das ist halt echt super. Und ich weiß noch, wie man dann im Store dann mit den runden Bechern rumgemacht hat, dass da 600 Mauersteine reingehen, nicht nur 520. Mhm. Ja, aber gut. Würde ich sagen, gehen wir zum letzten Thema über, oder hast du noch irgendwas? Ich habe gar nichts. Das finde ich schön. Ich habe auch nichts. Ich kann mal nichts leisten, gell. Das größte Set, das von Lego Ideas auf den Markt kommt, wird am 1. November erscheinen. Oder ja doch, erscheinen sogar. Es gibt schon die ersten Reviews. Es gibt schon YouTuber, die das geschickt gekriegt haben. Der Henry hat es noch nicht vorgestellt. Es geht um das Home Alone Set, zu Deutsch. Wir kennen es auch als Kevin allein zu Hause. Ich musste in meiner Kindheit viel lustige Dinge ertragen wegen diesem Namen. Echt, wieso? Achso, verstehe ich jetzt nicht. Nicht nur in der Kindheit, ist gut. Kann ich jetzt echt nicht nachvollziehen. Nein. Überhaupt nicht. Es geht um Kevin McAllister, gespielt von Macaulay Culkin. Und der wurde von seiner Familie in den Weihnachtsferien
vergessen, die sind nach Paris geflogen. Kevin ist allein zu Hause geblieben und hat eben die beiden Räuber abgehalten davon, das verlassene Haus auszurauben. Die. Ja, Kevin, du würdest dich doch freuen, wenn deine Familie dich vergisst, oder? Ich fühle mich manchmal wie Kevin McAllister. Jedenfalls kommen dann die beiden Ganoven, Marv und, wie heißt er, Marv und, Marv, Marv. ja, Keine Marv, Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie der andere Harry, heißt. Marv Ja, und Harry Harry, okay. kommen dann noch mit dazu. Super Minifiguren kommen wir gleich dazu. Die feuchten Banditen heißen sie, glaube ich, auf Deutsch. Lassen immer Ja, die feuchten Banditen. das Nee, Spülbecken Moment, ja, überlaufen. Moment, Moment mal, sie wechseln, sie ändern ihren Namen auch mal in klebrige Banditen, ja. Ja, sehr Ich weiß tierische aber, Angelegenheit. ich weiß aber nicht, ob das jetzt in Home Alone oder in Kevin allein in New York ist. Ich glaube, das war das erste, ja. Ja, Na, okay. genau, der Kevin ist natürlich aus der Minifigur mit bei, die beiden Banditen. Nein, nein, das war in Kevin allein in New York, als der Marv sich das Klebeband rumwickelt und dann bei dem Bettler in den Ding reingreift. Oder bei dem Weihnachtsmann in den Okay. Becher reingreift und dann bleibt alles kleben. Ich hatte gerade Da, genau. Tierzocken-Analogien, aber okay, dann hast du wahrscheinlich recht. Nee, ja, richtig. Dann gehe ich noch zu der vorletzten Minifigur über. Das ist natürlich dann noch der Mann, der aussieht wie der Weihnachtsmann natürlich. Ich weiß seinen Namen Der gerade Nachbar nicht. halt, der Nachbar halt. Der immer Der Nachbar mit der Schneeschaufel. mit der Schneeschaufel, mit dem Salzfass, genau, dass seine Familie ermordet hat und im Genau. Salzfass drin ist. Ja, richtig. Der Marley heißt der Marley. Und natürlich Kevins Mutter, die natürlich zurückkommt und Kevin begrüßt. Fünf Minifiguren im Set. Das ganze Set, jetzt müsst ihr euch mal ordentlich festhalten, kostet 250 Euro. Das ist Ist ein. aber. Ja? Nee, mach, red weiter. Der hat 250 Euro für 3.955 Teile. Das ist okay. Ja, wollte ich gerade sagen, ist aber auch ein Riesenset. Richtig. Ein Riesenset. Wir sprechen über Lego Ideas Set und da ist wieder ein Leuchtstein mit drin. Das komplette Set lebt von Stickern. Die ganzen lustigen Dinge sind mit Stickern angedeutet, leider. 6,3 Cent pro Teil plus minus. Es ist Baumhaus noch mit bei, mit dem Stahlseil und der Truck von den beiden Ganoven. Der OK-Truck ist da mit bei. Und es ist, Okay, Plumbing. genau, und Genau. es ist ein echt cooles Set. Es ist so ein typisches amerikanisches Haus aus Backstein, wie man sieht, oder soll aus Backstein assoziiert sein, ist natürlich aus Lego, mit einem Anbau. Und jetzt ist es so, dass es nicht ist wie ein Modular Building, dass man das doch, man kann es eben in Weiß abnehmen, aber man kann hinten auch, es ist nicht wie ein Puppenhaus, es ist hinten geschlossen, man kann aber die Wände aufklappen und das Innere gucken und hat dann vier schöne Räume, beziehungsweise unterm Dach, wenn man das mitzählt, fünf tolle Räume, die die schönsten Stellen des Filmes aufzeigen. Und ich bin so geflasht, Was? Ben. Ja, ich will es nicht haben. Ich will es nicht haben. Sag ich jetzt. Weil es nicht zu den Modulars passt, ist okay. Nein, ich sage jetzt einfach, mir gefällt es total, aber ich sage jetzt einfach mal, ich will es nicht haben. Einfach Ja. mal, die Meinung wird sich nie ändern, aber ob ich es nicht doch habe, das könnte sich eventuell doch mal ändern. Das ist wie, ich will keinen Porsche, aber der in meiner Garage ist echt toll. Ja, genau, so in der Art. Ich finde es ja so geil. Es gibt ja die eine Szene, wo, oder Szene, ja, auf jeden Fall, Kevin hat ja auf seine Eisenbahn so Pappfiguren hingestellt, die er fahren lässt, und so Schaufensterpuppen und so, die er bewegen lässt, einfach um zu simulieren, dass jemand zu Hause ist. Genau, weil die beiden Und Ganoven die, kundschaften die Häuser aus und dann macht er da genau, eben Rabatz. Und diesen Basketballspieler auf der Eisenbahn, der ist sogar eingebaut in dem Genau. Set. Da ist eine kleine Eisenbahn, die man im Kreis fahren lassen kann, wo ein Basketball natürlich Sticker auf einer Teil. Aber ich finde das nett, dass es mit dabei ist. Ich glaube dann, das ist eigentlich, wie heißt der Basketball? Snickers. Und da steht auf dem Trikot aber Brickers. Irgendwie sowas war das. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, das war irgendwie so. Ja, der Kevin wollte die Einbrecher davon abhalten beim Auskundschaften der Nachbarschaft. Er wollte eben damit zeigen, dass im Haus Leben ist, dass sie nicht einbrechen brauchen. Und dazu hat er dann eben Puppen genommen, die man so von Kaufhäusern kennt, und hat die mit Fäden ausgestattet und bewegt. Und auf der Eisenbahn hat er Pappaufsteller drauf gemacht, dass es eben ausschaut, als ob da was drin los wäre. Genauso zum Beispiel hat er auch das Esszimmer aufgebaut, ist da im Set enthalten mit dem Gebläse, das später den Marv mit Federn voll macht, nachdem er geteert wurde. Dann ist noch ein Kellerraum mit bei, die Küche ist mit bei, mit der Katzenklappe, wo auch eine neue Türe ist mit einer Katzenklappe drin und mit Pizzakartons und
Popcorn und Schlag mich tot richtig gut. Der Keller ist mit einem gruseligen Ofen und mit einem Bügeleisen. Marvs Wendegesicht ist mit einem Bügeleisen Brandfleck auf dem Kopf. Die Farbeimer-Geschichte bei der Treppe ist mit bei. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche. Ja. Aber das Wendegesicht mit dem Bügeleisenabdruck, das finde ich ja so herrlich. 10 Euro wert. Das ist Gold. Ich finde das einfach herrlich. Ja, der rote Bügeleisenabdruck. Nein, ich will das Set nicht haben. Ich will das Set nicht haben. Nein. Der rote Bügeleisenabdruck mit dem Schnauzbart und dem grimmigen Gesicht, das sieht so gut aus. Dann haben wir noch das Wohnzimmer und die Spinne, solange der Ben Nein sagt. Wir haben das Bad. Kevin hat so das Gesicht, das lustige, freundliche Lego-Minifiguren-Grinse-Gesicht, aber Hautfarben. Aber das Wendegesicht ist so ein erschrockenes Gesicht, wie von Harry Potter kennt. Da kann man von den Spiegel stellen. Ah! Ja, nee, das ist ein, ja, weil du sagst Spiegel, das ist die Szene, wo Kevin sich eben Aftershave drauf machen will und dann feststellt, ah, das brennt ja, und dann so schreit vorm Spiegel. Genau. Dann haben wir noch das Zimmer von Buzz, wo die Erbsenpistole an der Wand hängt und die Terrarien mit der Spinne dran. Oh, das sieht echt klasse aus. Und im Dach natürlich, das Dach kann man aufklappen, da ist Kevins Zimmer drin, wo man dann hochgehen kann, wo er auch diesen Gangsterfilm dann eben anschaut und Eiscreme futtert. Man kann die Ebene natürlich auch dann eben abnehmen, wie beim Modulargebäude. Und hat dann auch. Ja. Halt die Klappe, du machst mir das Set schmackhaft. Ja, ja. Und dann haben wir natürlich noch das Baumhaus mit beiden, mit dem man mit einer Seilrutsche rüberrutschen kann. Ah. Ja, ich will es nicht. Und das Allercoolste ist, das Set, habe ich noch gar nicht gesagt, von außen, das sind Dark Orange Mauersteine verbaut. Zuhauf. So, jetzt habe ich es gesagt. Ja, die neue Tür mit der Katzenklappe, der Keller und. Ja, die Tür mit der Katzenklappe ist so. Oh, ist die geil. Willkommen im Influencercast. Ja, aber es sind viele Räume mit bei. Es ist sehr schön. Die Spinne ist mit bei. Dann haben sie noch eine Brechstange. Dann kann man die Szene nachstellen, wie der Marv dem Harry auf die Brust haut. Das ist einfach nur niedlich gemacht. Es sind so viele Kleinigkeiten. Also wenn man den Film gesehen hat, klar, es sind auch Sticker dabei, muss ich gar nicht sagen, dass da viel Sticker dabei sind. Aber wenn man den Film gesehen hat, erkennt man da so viel wieder. Man hat auch in der einen Wand zum Beispiel ein Bild von Paris, weil Paris ja die Hauptstadt ist, wo sie hinfliegen wollen, wo auch die Familie im Film hinfliegt. Man hat so viele Kleinigkeiten, die man da entdecken kann. So, so viele. Das ist grandios. Mhm. Und der baubare Schlitten ist auch mit bei, wo die Treppe runter rast, der ist auch mit bei. Natürlich hat der Marley seine Tonne dabei mit Salz. Ach, es ist herrlich. Und die Eisfläche, auf der die Ganoven ausrutschen und ja. Genau. Die Treppe zum Haus ist mit bei, wo man das ausrutschen kann. Und eins der besten Details, wie ich finde, ist in dem Raum, warte mal, ich muss die Bilder mal durchklicken. Da ist die Spiegelszene, wo ich gerade angucke. Ich klicke gerade die Bilder durch, da genau. An der Türe, wo die Katzenklappe ist, ist oben mit einem mit einer Plate Modified und einer Flamme angedeutet, dass der Flammenwerfer ist, die Gaskartusche, dass wenn man die Türe aufmacht, dass es die Haare verbrennt von Marv, von Harry. Das finde ich super. Die Szene, wo er den Türgriff geht und aufmacht. Ja, ich weiß, von was du sprichst. Ich versuch nur gerade dir jetzt wirklich beabsichtigt nicht zuzuhören. Ist okay. Weil ich will das Set nicht. In einem Bild sitzt er auch am Esszimmertisch und macht sich die Nudeln, die er selbstständig alleine im Supermarkt gekauft hat. Ach, ich will das Set nicht. Für mich ist das Set wirklich eine Offenbarung. Ich mag es, der Kamin ist toll gebaut, da sind kleine Strümpfe noch mit dran, der kleine Tannenbaum ist mit bei, ein kleiner weißer Vogel hängt da drauf. Der Kühlschrank ist toll. Ich korrigiere meine Aussage. Ich will es nicht wollen. Ich will es nicht wollen haben. Ja, genau. Ich will es nicht wollen haben. Aber das ist ein super Podcast-Titel, schreibe ich mir auf. Ich will es nicht wollen haben. Ich will es nicht wollen haben. So, aber alles in allem haben wir das ja, glaube ich, jetzt mal großenteils beschrieben, was so abgeht. Wie gesagt, man kann es aufklappen hinten, aber nicht wie man es gewohnt ist, dass man es wirklich halbieren kann oder so, wie dieses Surferstrandhaus, sondern wirklich einfach nur die Wände hinten aufklappen kann, um reinzugucken. Ja, und die Treppe im Haus drinnen, die ist auch so gebaut, dass wenn du einen Schlitten runterrutschen lässt, dass der Schlitten auch wirklich aus der Haustür rauskommt. Wie im Film. Ja, aber ich bin wie die viele Leute auch wirklich sehr, sehr gehypt von dem Set. Schade ist, dass es nicht. Ich nicht. Schade ist, dass es nicht die Größe hat, um es neben Modular Buildings zu stellen, dass es vorne so einen kleinen Gehweg hat oder so, was dem Set gestanden hätte, durchaus. Aber es ist bewusst größer gemacht.
Und ich bin, also ich werde es nicht neben die Modular stellen, es ist dafür nicht gedacht. Es wird bestimmt Umbauten dafür geben, aber das ist ein so schönes Set. Und ich glaube, anstatt zwei Weihnachtssets dieses Jahr, also anstatt zweimal des Santas Visit, kaufe ich mir lieber einmal das. Wobei, halt, Santas Visit habe ich auch schon gekauft. Vergiss es, ich kaufe es mir trotzdem. Ich will dieses Set haben. Das ist einfach, allein, dass es Home Alone ist, der Film, der meinen Namen über Jahre lang, das Kevin, so wie Kevin allein so aus, komplett geprägt hat. Allein deswegen muss ich dieses Set haben. Das Beste habe ich noch gar nicht erwähnt, Ben. Sprich. Das Set ist ja für erwachsene Lego-Fans, weil ich glaube, Kinder können mit Home Alone nicht viel anfangen. Das komplette Set beinhaltet 24 Tüten. Das ist ein Adventskalender für Erwachsene. Das heißt, jeden Tag baust du eine Tüte auf Weihnachten hin, das weihnachtlich fertige Ernsthaft? Set. Ernsthaft. Das sind 24 Geil. Bauabschritte. Bauabschnitte so Geil. rum. Das ist halt cool. Jeden Geil. Tag eine kleine Tüte bauen, ein kleines Stück von dem Haus weiterbauen. Das ist schön. Na gut, 1. November, alles toll, ole ole. 27 Sticker insgesamt, 18 Plus Set, Lego Ideas, kommt ins Haus, ich freue mich. Übrigens, der Leuchtstein ist im Ofen verbaut im Keller, vor dem ja der Kevin so viel Angst hat. Und ich habe da bestimmt sehr viel Freude mit dem Set. In dem Sinn, glaube ich, wird es jetzt reichen mit dem Erzählen von den tollen Sachen, die dieses Set bietet. Und ich glaube, es war ein würdiger Abschluss dieses Podcasts, dieser News-Episode. Und wir geloben Besserung. Wir geloben wirklich Besserung, dass der Podcast wieder regelmäßiger kommt. Wir geloben Besserung, dass der No, am. noch, noch, Ja? noch mal, noch mal, Kevin. Ich hatte Zeit. Ja, ich gelobe Besserung. Und auch der Flügellahme Dustin wird auch wieder reinschauen, natürlich. Ja, zum Reden braucht er seine Hand nicht. Sagst du. Ja, Übrigens, gut. Gladbach führt gerade 3-0 gegen Bayern im Pokal. Boah. Wahnsinn. Und der KSC hat Und? Leverkusen rausgekegelt. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Einschläfert, was? Ist okay. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir das nächste Mal wieder mehr Lego-News rausbauen können, nicht wieder so 4, 5, 6 Wochen dazwischen haben. Und es war wieder schön, mit dir über Lego zu quasseln, über schöne News zu quasseln, weil zwischen den letzten paar Folgen ist ja nicht so viel passiert, oder? Ja, doch, eigentlich schon, aber es ist okay. Nee, ich fand's auch recht schön, bis auf den Schluss. Ja, Kauf und Nicht-Kauf ist hier die Frage. Ja, nicht kaufen wollen. Ich will es nicht haben wollen. Ne, wollen haben, so rum. Haben wollen haben, mir egal, keine Ahnung. Ich will es nicht kaufen wollen. Eine Sache möchte ich aber noch loswerden, das lag mir noch irgendwie so auf dem Herzen. Ich habe ja YouTube-technisch jetzt einige Videos gemacht, auch Lego-Technik, aber ich habe den neuen Cat noch nicht vorgestellt. Das hat einen einzigen Grund. Ich finde den Preis unverschämt, Ben. Ich finde den Preis echt unverschämt. Noch. Ja, sogar, also ich werde mir kaufen, wenn er 300 € kostet. Das ist okay. Für 300 € sage ich okay. 150 € runter, 33%. Aber ganz ehrlich, dafür, dass das Teil ein paar Teile weniger hat als der Liebherr, bei dem Liebherr nehme ich noch diese 2x2 Steine, die Round Bricks, was als Schüttgut dabei waren, nehme ich weg. Das sind ja 4000 Teile gewesen, abzüglich 100, 3900. Der Cat hat 50 Teile weniger. Und der Cat hat einen Hub und drei Motoren weniger. Und es ist in der Lego-Welt viel Geld. Und für mich ist das Ding einfach zu teuer und ich werfe Lego das Geld nicht in den Drachen und ich kaufe es mir nur, wenn er echt, echt günstig ist. Und Ja, deswegen habe ich will er das, auch, ja, wird er, aber deswegen habe ich den Cat noch nicht, deswegen gibt es kein Video und das erbost mich, dass diese Preiserhöhung in Anführungszeichen ist indirekte bei diesem Set so krass ist. Also ganz ehrlich, so ein Hub kostet bei Lego einzeln 80 €, so ein Motor 35, ja? 80 plus 35 plus 35 plus 35. Da hättest du locker 100 € runtergehen können und immer noch saftig Gewinn gehabt. Ja, gebe ich dir recht. Danke. Aber nach Weihnachten. Ja, nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Ja, nach Weihnachten. Ich guck mal. Also, das ist wie beim Mediamarkt, wenn ihr Laptops kaufen wollt oder Fernseher. Kauft sie nicht in den Superangeboten vor Weihnachten, kauft sie zwischen Weihnachten und Neujahr. Denn die Ware Ja. muss weg, im Januar kommt neue Ware. Ja. Okay, bei Lego Genau. nicht, aber. Doch, bei Lego kommt im Januar auch eine tolle neue Ware. Oh, und ich muss noch erwähnen, ey, hast du so Stunts-Motorräder, Ben? Nein, noch nicht. Noch nicht. Oh. Aber ich bin dank. Ich warte. Es gibt jetzt aktuell nur zwei und ich warte aber. Also zwei in Einzelpacks. Es gibt schon mehr in den größeren Sets. Ich warte noch auf bessere.
Du meinst auf Hühnchen. Hühnchen. Zum Beispiel. Aber nein, wir wollten ja eigentlich aufhören. Aber irgendwo, jetzt hast du mich gerade an. Jetzt hast du mich gerade erwischt. Wir merken ja gerade, auch Kevin. Ja. Du bist irgendwo am Wühlen, ja. Ich höre es. Sie haben ja jetzt die letzten Jahre viel ausprobiert, auch mit digitalem Zeugs und so weiter und so fort. Das meiste ist ja total gefloppt, das meiste. Jetzt haben Sie wieder was Haptisches mit dem mit den Stunts-Motorrädern und ich finde es, ich habe selber keins, aber ich finde es geil. Ja, ich finde es geil. Hör auf. Entschuldigung. Nochmal. Oh, es ist echt toll. Die Dinger machen echt Spaß, die sind lustig, die haben Potenzial. Ich habe ja so ein kleines Set gekauft und auch schon eine Video-Review dazu gemacht. Sohnemann hat Spaß, ich habe Spaß. Ich habe das jetzt zweimal gekauft, einmal für mich, einmal für ihn. Und klar, dass du das Hühnchen haben willst, die Dinger kosten, also wenn man kein Set kauft, sondern nur die Motorräder kosten, 7-8 Euro, das ist voll okay. Und ja. Ganz ehrlich, ich poste unterhalb, es ist kein Scheiß, ich poste jetzt unterhalb dieses Podcasts in die Shownotes auf YouTube, also auf YouTube kann ich das Bild nicht verlinken, aber ich mache einen Link auf den Beitrag auf profi.de, da wird im Beitrag auf profi.de wieder ein Bild sein von dem Motorrad. Sorry, dass ich lachen muss, ich sehe das nämlich auch gerade. Das Motorrad hat wie die Fahrräder so einen schönen Reifen vorne, so eine Felge, da ist ein Gummi aufgezogen, auf der Rückseite auch. Und das hat so ein Profil, das ist so ein Zackenprofil. Ich mache einfach mal ein Bild runter, guckt euch das Bild an und lacht euch den Arsch ab. Ich schick's mal an Ben vorab. Wo ist denn der Ben? Hier ist der Ben. So, live aus dem Podcast. Ich fotografiere mit Absicht beide Räder, dass der Ben das auch sieht, den Unterschied. Und der Ben soll das mal ganz kurz lachen. Ich soll jetzt lachen. Ich lache jetzt gerade nicht, aber okay. Also, ich lache jetzt gerade nicht, aber Kevin, du spielst viel damit, oder? Ich sag ja, ich habe zwei gekauft. Ja. Ich glaube, du brauchst bald nochmal ein neues. Das mag sein. Ja. Aber ich muss jetzt dazu sagen, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob das nicht von Haus aus so ist, weil der Abstand von dem zum Rahmen sieht nicht so wirklich aus. Ich gucke mal, ob das standardmäßig so aussieht. Ich glaube schon fast. Ich gucke mal gerade mal. Ich gehe mal auf die Lego-Webseite und guck mal. Aber das Stunts-Motorrad macht echt viel Spaß. Das ist kein Rückzugsmotor, das ist ein Schwungmotor, das läuft so ein Rad mit. Nee, das sieht von Haus aus tatsächlich so aus. Aber okay. Es sieht schon sehr... Nee, das hat Profil. Das okay. Hat, ja. Wie gesagt, es hat einen Schwungmotor drin, es macht Spaß, da drüber zu hüpfen. Der Spielwareninvestor hat sogar ein Gewinnspiel. Es läuft noch bis Ende des Monats mit den Dingern. Ich freue mich auf die Einsendung, die anderen gemacht haben. Ich habe auch ein bisschen was mitgeholfen. Die Dinger sind für Kinder echt geil. Manchmal hat Lego einfach so Sachen, wo sie sich verkalkulieren, mit Video zum Beispiel, Hidden Side. Und bei Lego City hauen sie manchmal eine Arktiswelt raus, die läuft gut. Die hauen eine Dschungelwelt raus, die läuft gut. Und dann hauen sie was wie Stunts raus. Ich weiß es nicht, wie viel Impact das hat. So eine Mischung aus Hot Wheels und aus Lego, aber es macht Spaß, es ist ohne Witz, es macht Spaß. Ja, glaube ich. Ja. Ja. Na gut, ich würde sagen, das wird es aber für jetzt. Es ist spät. Es soll es für heute gewesen sein, oder? Machen wir. Ach ja. Ja. Dann bedanke ich mich wieder fürs Mitmachen, Ben. Es war wunderbar, mit dir darüber zu reden. Und ich hoffe, du hast noch einen schönen Abend und ich habe jetzt noch ein bisschen Schneidearbeit, muss noch die Bilder machen, den Beitrag schreiben. Jo, und ich hoffe, dass ihr es bis Mitternacht hören könnt. Und ich freue mich, dass der KSC Leverkusen rausgekegelt hat und Gladbach 3-0 gegen Bayern führt. In dem Sinn, wunderschönen Abend. Tschö.